Der Eremit, ein Einsiedler, ein Klausner, ein Mönch. Abgeschiedenheit. Das Spirituelle und die Mystik wirken oft wie Geschwister und doch unterscheiden sie sich mitunter gravierend. Beide verbindet die Sehnsucht nach Grenzauflösung. Beide wollen eine Welt eröffnen, die hinter der Sichtbaren liegt. Die Spiritualität will persönlich und ungefiltert in den Ungrund des Seins schauen. Die Mystik versucht, das Unerfassbare, die Einung der Seele mit Gott, religiös zu erfassen. Gerade im russischen Symbolismus werden die Übergänge zwischen der christlichen Mystik und den okkult-spirituellen Strömungen immer fließender. Sie mischen sich und gehen ineinander auf. Sie befruchten einander zu mannigfaltigen kulturellen Blüten. Es ist kein Wunder, dass das, was der Mensch für ewig hält, was ihn berührt und unerfahrbar ist, oft den Namen des Mystischen bekommt. Es ist ein Hinweis auf die letzte Unerklärlichkeit der Berührung seiner Seele mit dem Transzendenten, die vielleicht nur für einen Augenblick existiert und im selben Moment in keiner Zeit mehr steht. Seit den Anfängen hat der Mensch das Unergründliche zu ergründen, das Unfassbare zu fassen und das Unbegreifliche zu begreifen versucht. Das ist ihm oft gelungen. Daraus sind Wissenschaft und Kultur entstanden. Aber es gibt immer einen Bereich, ein letztes, das sich ihm entzieht. Hierhin wirkt die Mystik. Sie braucht leeren Geist, die Abgeschiedenheit. Dieser Begriff ist untrennbar mit dem deutschen Dominikanermystiker Eckhard von Hochheim verbunden, der im 13. und 14. Jahrhundert in Erfurt, Straßburg und Paris lebte und lehrte. Gott wirke, so Eckhart, und gebäre sich stets in jedem Menschen im ungeschaffenen Seelengrund, der im Wesen gleich zu Gott sei. Um dies zu erkennen, müsse der Mensch sich ganz in Gott geben, ganz gelassen werden und gelassen sein in Abgeschiedenheit von Welt und Fühlen. Nichts dürfe er mehr wollen, nur dann könne er in Gott ruhen und seine Seele sich mit Gott vereinen. Für das christliche Mittelalter teils unerhörte Thesen. Und so verwundert es nicht, dass unter Papst Johannes dem 22. ein Inquisitionsprozess gegen Eckhart eingeleitet wurde, vor dessen Ende er aber eines natürlichen Todes verstarb. 1329 wurden dennoch 28 seiner Lehrsätze in der Bulle Auf dem Gottesacker als häretisch verurteilt. Eckhart ist nur einer von vielen deutschen Mystikern und Theosophen, die an der Schwelle zum 20. Jahrhundert in Russland auf großes Interesse stießen. Man las sie entsprechend der zeitgenössischen Moden und Diskurse, wie anhand der Eckhart-Übersetzung Margarita Sabaschnikowas von 1912 ersichtlich wird. Hier wurden einige mittelalterliche Eckhart-Texte in einen neu kodierten Rahmen übertragen, der deutlich mit anthroposophischen Bildern und den Ideen Rudolf Steiners angereichert war. Doch das ist nur ein kleiner Teil der russischen Mystikrezeption. Viele dieser Artefakte kamen irgendwann wieder nach Deutschland zurück, sei es persönlich mit den Emigrationswellen nach der Oktoberrevolution, sei es in Übersetzungen der Werke oder als Einflüsse auf ganze Bereiche. Wie genau das geschehen ist, wer verantwortlich war und welche Muster sich hier finden, das soll meine Dissertation an Beispielen unterschiedlicher Art erhellen. Musik.